Wir haben wieder einmal das Schaubild von zwei Geraden gegeben und wir sollen jetzt die Gleichung hieraus bestimmen. Fangen wir mit der grünen an. Klar, allgemein sieht eine Gerade immer so aus. Y ist gleich mx plus b. Das leichteste, was wir hier ablesen können, ist unser b, denn das beschreibt den y-Achsenabschnitt, also den Schnittpunkt mit der y-Achse und der ist natürlich bei 3. Also b ist in dem Fall gleich 3. Nun, wie kommen wir jetzt auf unser m? M ist die Steigung und m setzt sich ja zusammen aus der Veränderung von y geteilt durch die Veränderung von x. Das heißt, ich probiere jetzt hier irgendwie ein wunderschönes Steigungsdreieck einzuzeichnen und dann bestimme ich mit Hilfe von dieser einen Streckenlänge und der anderen Streckenlänge genau meine Steigung. Wichtig hierzu ist es, zwei Punkte zu finden, die wir genau ablesen können. Klar, einmal den Punkt 0-3 und ein nächster guter Punkt wäre 4-1. Das heißt, ich zeichne jetzt hier ein schönes Steigungsdreieck ein. Ihr macht das hoffentlich alle bitte mit Lineal, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Jetzt überlege ich mir, okay, wie lang ist jetzt diese Seite? Das können wir eigentlich abzählen. Die ist sozusagen 1, 2, 3, 4 lang. Und nach unten geht es um 1, 2 Einheiten. Also besser gesagt minus 2, schreiben wir das so, mal so hin. Und das setze ich einfach hier ein. Das heißt, die Veränderung von y ist ja minus 2 geteilt durch die Veränderung von x. Das wäre plus 4 und somit hätten wir minus 1,5 als Steigung. Und dann lautet die Gleichung minus 1,5 x plus 3. Genau dasselbe Spiel machen wir jetzt mit der blauen Kurve. Wir fangen auch wieder mit unserem b an, also mit dem y-Achsenabschnitt. Der liegt in diesem Fall jetzt bei minus 3. Und von diesem Punkt aus probieren wir jetzt wieder ein schönes Steigungsdreieck einzuzeichnen. Ein schöner Punkt wäre zum Beispiel 4-2. Das heißt, ich gehe um 1, 2, 3, 4 Einheiten wieder nach rechts und um eine Einheit nach oben. Das setzen wir wieder für m ein. Also die Veränderung von y ist 1 und die Veränderung von x ist natürlich die 4 und somit lautet die Gleichung 1/4 x minus die 3. Und das wär's auch schon.